Selbstkontrolle bedeutet, den Punkt im Unterbauch zu halten. Hallo. Alle Kampfkünste und Yogas geben dem Hara auf Japanisch, dem Schwerpunkt des Körpers, der sich etwa 3 Finger unter dem Bauchnabel befindet, große Bedeutung. Schauen wir uns nun an, welchen direkten Bezug die Lage dieses Punktes zur Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung hat. Für ein träges, unbelebtes Objekt kann man geometrisch oder physikalisch, seinen Schwerpunkt bestimmen. Und dieser Schwerpunkt ist dann identifiziert und bewegt sich nicht. Aber für uns Menschen ist der Schwerpunkt kein fester Punkt. Er variiert je nach unserem physiologischen, emotionalen und gedanklichen Zustand. In Leonardo da Vincis berühmter Skizze des vitruvianischen Menschen befindet sich der Nabel in der Mitte des Kreises und die Genitalien in der Mitte des Quadrats. Wenn man über den Schwerpunkt dazwischen spricht, denkt man unbedacht, dass der Schwerpunkt auch ein Punkt ist, der am Körper markiert werden kann. Dies ist aber nicht der Fall. Emotionen lassen das Zentrum hochgehen. Wenn ich zum Beispiel lache, oder weine, steigt mein Zentrum an. Wenn ich wütend werde, so, steigt mein Zentrum. Wenn ich Angst habe, auch wieder. Wenn sich mein Zentrum hebt, verliere ich leicht das Gleichgewicht. Wenn ich von Emotionen, was auch immer sie sind, gefangen bin, habe ich die Kontrolle über sie verloren und mein Körper drückt sie aus, indem er sein gravitatives Gleichgewicht verliert. Ich werde nicht unbedingt sofort auf den Boden fallen, aber ich werde definitiv weniger körperlich stabil sein. Zu intensive Gedanken lassen auch das Zentrum ansteigen. Rodins Denker muss seinen Kopf stützen, weil er so schwer geworden ist. Vorsicht, wir tun nicht so, als müssten wir nicht denken. Aber wenn Sie die Kontrolle behalten wollen, ist es gefährlich, zu viel zu denken. Wir wissen das in den Kampfkünsten, deshalb befürworten wir stattdessen die Leerheit des Geistes. Denn das Denken hebt das Zentrum. Lassen Sie uns eine kleine Übung machen, um Ihnen das physisch zu beweisen, denn es ist alle Erklärungen wert. Sie brauchen einen Partner, um Sie zu testen. Oder Sie testen nachher einen Partner. Nehmen Sie die Position Füße parallel, Schulterbreite, die Knie leicht gebeugt, entspannt. Dann mit den Händen, Ihre Hände auf dem Hara, auf dem Schwerpunkt. Also, hier ist mein Partner. Die Füße parallel, Schulterbreite entspannt, Hände auf dem Zentrum. Und jetzt wollen wir sein Gleichgewicht testen. Wie testen wir das? Wir machen einen Druck vorne und hinten auf die Höhe seines Solarplexus oder Herz. Oder? Ein horizontaler Druck. Ich teste ihn. Es muss ihm helfen, die Stabilität zu finden. Er hat seine Aufmerksamkeit immer auf seinem Hara. Dann plötzlich, ohne etwas zu sagen, wird er seine Aufmerksamkeit gegen oben verschieben in seinem Kopf. Okay? Also, er hat seine Aufmerksamkeit im Bauch, im unteren Bauchbereich. Ich teste ihm horizontal, dass er seine Stabilität findet. Und dann, ohne mir irgendetwas zu sagen, verschiebt er seine Aufmerksamkeit im Kopf. Und dann plötzlich, er fällt. Okay. Also ist es bewiesen. Kurz gesagt, sowohl Emotionen als auch intensive Gedanken bringen sie aus dem Gleichgewicht. Der Verlust des Gleichgewichts steht in einem Zusammenhang mit einem Mangel an Selbstkontrolle. Mit anderen Worten, um in jeder Situation, Stress, Angst und so weiter,
die Kontrolle über sich selbst zu behalten, müssen Sie den Punkt im Unterbauch halten oder äquivalent dazu Ihren Schwerpunkt so tief wie möglich senken. Die Frage ist also, wie senken Sie also Ihr Zentrum ab? Es gibt 4 Schlüsselfaktoren und in unseren Kursen bringen wir Ihnen bei, wie Sie diese trainieren können natürlich. Der erste Faktor ist, Ihre Körperhaltung muss korrekt sein. Der zweite, man muss richtig atmen. Der dritte, Sie müssen entspannt sein. Und vierter Faktor, einen Zustand der Einheit von Körper und Geist aufrecht zu erhalten. Was bedeutet das in unserem Fall? Wie einer der großen Aikido-Meister Koichi Tohei lehrte, bewegt der Geist den Körper und seine Werke werden vom Körper reflektiert. Wenn Sie denken, dass der Schwerpunkt in Ihrem Bauch unten ist, wird er auch dort sein und Sie werden stabil. Wenn Sie denken, dass der Schwerpunkt im Bauchraum nach oben geht, gehorcht der Körper. Meister Tohei sagt in seinem Ki-Buch erneut, wenn Sie sich beruhigen wollen, um sich in einer angespannten Situation zu beruhigen, verlassen Sie sich nicht auf die Götter. Sagen Sie zu sich selbst, das Gewicht aller eurer Objekte zieht Sie nach unten. Mein Körper ist nicht anders. Wenn ich nichts tue und mich entspanne, werde ich natürlich beruhigt. Ich bin ruhig. Wenn Sie dies konsequent praktizieren, wird sich Ihr Unterbewusstsein allmählich so verändern, dass die Entspannung mühelos zu Ihnen kommt. Der Taoismus und alle seine inspirierenden Strömungen, einschließlich alle Kampfkünste oder der orientalischen Medizin, erklären, dass der Körper 3 Zentren hat, Tantian oder Tanden auf Japanisch. Der erste Zentrum entspricht im optimalen Zustand dem Schwerpunkt, 3 Finger unter des Nabels. Der zweite Zentrum auf der Höhe des Solarplexus oder des Herzens und der dritte auf die Höhe des dritten Auges. Der Status unter Kontrolle muss diese 3 Zentren in dieser Reihenfolge halten. Wenn das untere Zentrum ansteigt, verliert man die Kontrolle. Diese Zentren müssen aufeinander auflegen. Das Aikido-Training erinnert seine Praktizierenden ständig an diese Ordnung. Körperliches Training ist notwendig und entspricht dem ersten Zentrum. Es bringt Vergnügen, Freude und Zuversicht, was dem zweiten Zentrum entspricht. Dies bringt uns in einen Zustand des Erlebens und der Förderung von Frieden, Harmonie und Liebe, welche geistige Qualitäten sind, die dem dritten Zentrum entsprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!